Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. So, jetzt muss ich jetzt nur noch die letzten finden, nur. Ich frag mich nur, wo die sind. Ja, Feldposten. Du machst mal hier Feldposten. Na, da ist er ja. Natürlich hat er nicht getroffen. Ziel ist noch aktiv. In Bewegung. Du gehst mal dahin. Du da? So. Ah ja, nur zwei. Sie kommen über die Seite. Sie flankieren meine Position. Also, du stehst ja gar nicht gut, weißt du das? Also ist ja immer noch einer. Rücke aus. Aber wo zur Hölle ist er? Bin unterwegs. Dann mache ich mich mal auf die Socken. Und gucke, wo der steckt. Du gehst mal dahin. Ich bin unterwegs. Na. Ein bisschen blöd, wenn der das Ohr juckt. Wo ist er? Es kann doch nicht sein, dass er sich so gut verstecken kann. Ich kümmere mich darum. Und er könnte mal nachladen. Verstanden, Commander. Du lädst mal nach, auch. Bin wieder da. Alles wieder im grünen Bereich. Du gehst hier hin.
und machst Feldposten. Du auch. Der versteckt sich hier doch irgendwo. Ah, ich weiß wo. Was war das für ein Geräusch? Da bist du ja. Begebe mich auf Position. Da gehst du jetzt hin. Und feuerst auf ihn. Nur ein Schaden. So, und jetzt ist er nieder. Der Sender ist gesichert und alle Exalt-Kräfte in dem Gebiet scheinen vernichtet zu sein. Ausgezeichnete Arbeit. Und schon ist die neue Mission geschafft. Elite-Verteidigung? What? Sag mal, kriege ich hier jetzt noch ein... eine Trophäe? Du kannst auch mal kürzer sein, ne? Ja, das könntest du gut machen. Truppsicht. Natürlich Truppsicht. Kaserne, du. Da ist nämlich einer noch. Die Position von Exalt-Basen eingegrenzt. Oh, das ist gut. Lagezentrum. Also eine ist irgendwie da. Aufklärungsscan abgeschlossen. Keine weiteren Exalt-Zellen geortet. Also ist zurzeit keine da. Gut. Ich habe eine Sturm. Eine. Oh, der Ratsbericht ist der nächste. Satelliten starten, würde ich sagen. Ich muss 3 losschicken. Ich müsste eigentlich hier einen hinschicken. Aber ich schicke mal in Japan einen rein. Satellit gestartet. Satellit gestartet. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Und es ist Schwarzmarkt. Denn ich muss hier jetzt mal was verkaufen. Na.
Wir überwachen momentan verschiedene einen Flugcomputer, würde ich sagen. Einen. Prüfen. Dies scheint kein korrektes Ziel zu sein. Hangar. So. Schwere Laser sind 8 Tagen bereit. Mhm. Juhu! Anlagen für kybernetische Erweiterungen jetzt online. Die Soldaten, die sich freiwillig in eine Mech-Einheit verwandeln lassen, opfern viel. Aber sie geben nicht alles auf, was sie vorher ausgemacht haben. Auf jeden Fall nicht ihn. Nein. Kann auch einige seiner früheren Trainings- und Kampffertigkeiten im Einsatz mit dem Cyberanzug anwenden. In dieser Einrichtung können wir mechanische Exoskelett-Cyberanzüge, MEX, entwickeln und unseren Soldaten die kybernetischen Interfaces implantieren, durch die sie die MEX in der Schlacht einsetzen können. Wir beraten uns mit Dr. Wahlen bezüglich der nötigen Amputation und beginnen schnellstmöglich mit der Einpflanzung der Cyberanzug-Interfaces. So würde ich sagen, würde ich es machen. Eingehende Übertragung. Commander, wir haben soeben. Ja, das, ich habe Argentinien geopfert. Auch wenn wir den Verlust der Unterstützung bedauern, stehen die verbleibenden Ratsmitglieder weiter hinter dem XCOM-Projekt. Sie haben Einrichtung bauen. Der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ja. 25 Legierungen fehlen mir. Ich brauche wieder ein abgeschossenes Flugzeug und dafür brauche ich bessere Waffen. Hm. Das Genlabor könnte ich bauen. So. Ach ja, da war ja noch was. Offizierschule. So, dann habe ich jetzt da alles gekauft. Und? Ja, mein erster Optimierter. Wer braucht schon Gliedmaßen? Die Interfaces sind implantiert. Aber ohne einen Cyberanzug sind sie noch zu nichts nütze. Ich würde vorschlagen, dass wir umgehend einen herstellen. Sie werden überrascht sein, über welche enormen Fähigkeiten unser neuer Mech-Soldat in diesem Anzug verfügt. Oh ja, Mech-Soldat. Die Frage ist jetzt, in welchen stecke ich ihn? Es gibt 2 Arten. Wen? Wie habe ich das jetzt nochmal gemacht?
Ach, das ist ja die Schwereinheit. War das der mit Flammenwerfer? Ja. Und ich optimiere jetzt einen weiteren Soldaten. Aber keine schwere Einheit, sondern eine Sturm. Nein! Außer natürlich, wenn da keiner dabei ist. Wie jetzt? Was war der? Unterstützung? Was hat der für einen Effekt? Oh. Erstmal ein Scharfschütze, würde ich sagen. Sobald die erforderlichen Amputationen vorgenommen worden sind, werden unsere Techniker die Cyberanzug-Interfaces in die verbleibende Knochenstruktur des Freiwilligen einpflanzen. Ja. Ab jetzt wird Meld wieder ein bisschen wichtiger. So, und ich würde sagen, hier mach... Moment. Wie lange würde es eigentlich brauchen? Einen Satelliten-Nexus zu bauen. Waren das 14 Tage? Ich brauche Legierung. Aber ich baue ein paar Satelliten. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. So, ich baue mal 5. Wie teuer war ein Satelliten-Nexus? 250. So, und dann würde ich mal sagen, ich mache erstmal wieder einen Aufklärungsscan beendet. Keine Ortung von Exortzellen. Das heißt, sind keine Zellen. Gut. Heißt, ja. Oh, ich habe schon wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Oh, leider. Hätte ich mir sparen für später. Also, dann mache ich hier erstmal jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.